Hab ich etwa gesagt bis morgen? Natürlich kommt noch ein weiteres Türchen heute. Mensch, Nobelhorst Champion hat doch auch einen Adventskalender. Ehe wir es vergessen, ne? Wollen wir da natürlich auch reinschauen und das werden wir natürlich jeden Tag tun. Ne? Deswegen jetzt natürlich auch noch mal ein zweites Video. Ha, 1. Dezember und glatt zwei Türchen aufgemacht. Ist das nicht gut? Ja. Herzlich willkommen bei unserem Adventskalender. Das Feedback zu unserem ersten Kalender letztes Jahr war grandios. Wir hoffen, dass er euch dieses Jahr genauso gut oder sogar noch besser gefallen wird. Er ist wieder randvoll mit nützlichen Dingen und auch ein paar ganz neuen Dingen. Seid gespannt und schreibt uns unbedingt über Social Media, wie euch der Kalender gefällt. Da Weihnachten in vielen Ländern der Welt erst am 25. Dezember gefeiert wird, erwarten euch dieses Jahr direkt 25 Überraschungen. Okay, cool. Ab heute könnt ihr täglich ein neues Türchen öffnen. Solltet ihr einen Tag nicht online sein, ist das gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass ihr alle Türchen bis zum 2. Januar geöffnet habt, denn dann verschwindet der Kalender wieder. Bitte beachtet, dass der Richtwert unsere Serverzeit ist. Es kann also durchaus sein, dass du etwas später oder früher das Türchen öffnen kannst. Erhalte mit dem Rabattcode XMES2020 den gesamten Dezember 10% in unserem Online-Shop auf alle Spielaufwertungen. Okay, wer das machen möchte, der hat da auch nochmal einen Rabatt. Und ich finde ihn ganz süß gemacht, den Adventskalender. Er lässt so ein bisschen was vermuten oder auch nicht. Vielleicht soll er uns auch manchmal in die Irre führen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und ja, seid ihr auch gespannt auf Türchen Nummer 1? Soll ich es aufmachen? Soll ich es aufmachen? Ja, ich höre euch schon. Ihr schreit schon. Ja, mach auf. Mach endlich auf. Wir wollen wissen, was drin ist. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Klick. Ein Meilenstein, dein Meilenstein zum Weihnachtsevent. Dies ist ein exklusiver und einzigartiger Sammelgegenstand für dein Profil. Dann drücke ich mal auf Erhalten und dann gehen wir mal auf mein Profil und gucken mal Meilensteine. Da haben wir es. So, und da ist Merry Christmas 2020. Ihr seht, hier ist auch schon vom letzten Jahr halt eben der Meilenstein. Und das ist halt eben der von diesem Jahr. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf, was halt eben dann so. Ach so. Was da so in den Türchen alles drin ist. Wir können ja mal so ein bisschen vermuten, ein bisschen rätseln, was da eventuell so drin ist. Schleifen. Könnte vielleicht ein bisschen was sein für die Mähne und den Schweif. Äpfel. Dann haben wir hier ein Geweih, was das wohl sein mag. Oha, kriegen wir ein Geweih für unser Pferd? Tja, Hufeisen. Gebisse. Merry Christmas everywhere. Da haben wir dieses Türchen. Aha, ein Herz. Da ist noch ein Herz. Also so richtig irgendwie was vermuten. Bei der 8 ein Pferd vielleicht. Kriegen wir ein Pferdchen geschenkt. Letztes Jahr gab es ja auch einen Araber. Ja. Nur Christmas Surprise ist leider, glaube ich, schon nicht mehr da. Na, ist klar, ist ja halt schon über ein Jahr. Aber ich habe sie sehr gemocht, meine Araberstute. Und die habe ich auch nicht hergegeben. Also, ich glaube, das wäre mir auch egal gewesen, wie schlecht die Werte waren. Es ist ein Geschenk des Spiels und irgendwie habe ich mich so darüber gefreut, dass ich dann gesagt habe, nee, die behalte ich. Schauen wir mal, was ist denn morgen? Was haben wir denn? Morgen ist der 2. Da haben wir diesen Apfel. Da bin ich ja dann mal sehr, sehr gespannt, was wir dann morgen da hinter dem Türchen finden. Ihr bestimmt auch. Ja, und wenn ihr das wissen wollt, was da drin ist, dann müsst ihr natürlich morgen wieder einschalten. Kleiner Cliffhanger. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bleibt gesund und munter. Schlaft gut, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.